So, geht weiter mit Let's Play Grid und dem zweiten Teil von Face Off. Den ersten Teil haben wir ja gestern gewonnen. Heute geht's mit dem zweiten Teil und dann geht's auch in den Showdown. Und dann sind wir mit der nächsten Serie durch. Bald haben wir auch alles durch. Es ist jetzt eh nicht mehr wieder drin, ne? Sind dann nur so Einzeldinge halt momentan. Ist, glaube ich, kaum noch ein Vierer dabei. Ne, das ist alles nur so kurze Dinge. Okay, gut, dann kann man das relativ schnell durch. Okay, machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Auf jeden Fall von Face Off. Und ja, heute mit einer kleinen neuen Neuerung für mich. Ich nehme das erste Mal tatsächlich in meiner eigenen Wohnung auf. Ich habe ja jetzt die letzten Folgen bei meiner Freundin in der Wohnung aufgenommen. Jetzt habe ich alles rüber geschafft zu mir. Auch die Formel 1 Folgen am Wochenende werden tatsächlich aufgenommen wieder in meiner eigenen Wohnung. Ich werde meinen Sitz auch mit rüberziehen. Und jetzt hier zeige ich noch einen Controller Grid. Und ja, wie gesagt, es wird eh bald alles ein bisschen runtergefahren. Hat Gründe, die ich euch dann nenne, zu dem Zeitpunkt, wenn es wirklich soweit ist. Schon heute werden wir auf jeden Fall danach weitermachen mit Assetto Corsa, zumindest mal anfangen. Und dann kann eine ganz, ganz lange Pause passieren. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Grid und den zweiten Teil jetzt auf. Los geht's. Wir sind zu Gast in Indianapolis. Und das ist ja, wie gesagt, vier Fahrer auf jeden Fall, wir beide, Fernando Alonso, den wir ja relativ gut kennen. Und seitdem Kollege Happerby, der auf jeden Fall auch noch mitfahren möchte. Alle vier mit dem Cadillac. Hallo meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen? Entschuldigung, wir starten auf P1. Oh, let's go. Zwei Runden, also ja, das ist so kurze Dinger. Das werden jetzt alles also 5-6 Minuten Folgen sein. Schaden wächst und wächst immer größer. So, jetzt geht's schon wieder auf die Ideallinie. So, dann geht's weiter. Bleib in Führung. Letzte Runde. Letzte Runde auf jeden Fall schon. So, muss ja ganz kurz was erledigen, weiter geht die Reise. So.
Die sind jetzt gleich durch. Weil jetzt geht auf die lange gerade Steilkurve, die wir ja auch aus der Formel 1 kennen. Nur weil das Bescheid ist, da war Vollgas, wird dann auslaufen. Ich weiß auch nicht, wann es dann weitergeht, aber es wird auf jeden Fall das nächste Projekt für Growth with Your Friends sein. Da mit den Jungs und Mädels. Aber jetzt erstmal wieder konzentrieren wir aufs Quid. Das ist schon auch heute das Ende. Ich glaube, jetzt groß hat sich eh nichts geändert. So. Gut, das war's. Es hat sich wie gesagt nichts Großes geändert. Unser Gute kam nicht weiter vor, wie ich jetzt gedacht hätte. Damit sind wir durch und wir sehen uns morgen wieder mit dem Showdown gegen Fernando Alonso. Und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Bis dahin und tschüss.